Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kastellator. Jetzt muss ich mal tatsächlich aus OBS neu starten. Da sind wir wieder mit Alice Madness Returns. Ich muss nicht mehr American McGee's Alice sagen, was mich schon 20 zum Stottern bringt. Wir machen weiter. Bis jetzt nimmst du wieder flüssig auf. Gut. Hab ich auch gestört, hier nicht. Ja, irgendwie passt, Alice und OBS irgendwie nicht wirklich gut zusammen. Mal ruckelt das Spiel, mal ruckelt OBS, das passt nicht. Irgendwo gibt's da Probleme, aber massive Probleme. Ach, du bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffer ihnen was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise. Diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein, zu meinem sowieso nicht. Noch mehr Collectibles und sie ist riesengroß und immer noch extrem hässlich. Ferkel-Edition, Pfeffermühle. Verleiht Feinden Würze. Rüsselt pikant im Nu. Okay. Gott, wie das rumst in meinen Kopfhörern. Ich hab die Bass. Der Bass ist zu stark eingestellt. Dun, 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 Alter. Heftig. Oh, das ist Original-Sound im Spiel. Bin mir da noch unschlüssig. Na gut, das Grums ist eigentlich so gesehen nicht schlecht. Wollen wir mal ein bisschen kämpfen und zack. Ach, ich muss dich gar nicht gedrückt halten, oder was? Das wäre jetzt geil. Ah, eine Kampfmusik ist so... Sie geht. Könnte heftiger sein. Ja, ich muss nicht gedrückt halten. Okay, genial. Oh, darum kommt ein Zerfall. Aha. Okay, eine volle Ladung muss auf. Leute, ich sehe noch meine Schüsse. Spitz die Ohren, Alice. So, wie ging das eigentlich nochmal? Ah, okay. Man konnte immer mal Verbesserung kaufen. Egal. Aber wenn ich jetzt OBS jedes Mal neu starten muss, wenn ich das Spiel anfange, ne, das wird dann... Ich habe schon die Befürchtung, das muss so sein. Das
Über hier dann eine Aufnahme, um es neu starten. Einfach damit es sich ruckelt. Ich glaube, die Grafiktreiber mögen sich nicht. Schnauze. Und jetzt geh. Oh, tschüss, das ist der alte Schrägschraube. Oh, da ist noch eine Schnaude. Dylan? Da geht die Kamera sogar fast rein. Finde ich gut. Grüne Pfefferkörner. Neue Gegner. Ich glaube, das war gerade ein Safe. Gut, dann mache ich dich hier so kaputt. Habe ich auch kein Problem mit. Kampfmusik hört nicht auf, also hier irgendwo ist noch was. Schauen wir mal. Zerfall. Ist da oben irgendwo. Ah, da gibt es nirgendwo. Da müssen diese leichten Ruckler wirklich sein, manchmal. Ich sehe das und es nervt mich. Das muss ich wirklich mal sagen. Nein, hallo, Spiel. Du arbeitest gerade auf der schnellsten Festplatte, die es jemals gibt. Hallo. Was stimmt mit dir nicht? Wow, richtige Turbo-Auswürfe haben sie. Da! Schnude! Und kaputt. Ich hoffe, das ändert sich doch im Spiel, das mit der, Ausdauer der Waffe. Das wäre ja sonst wie Schieß. Suppe aufessen, Mädchen. Denkt an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Ja, denk an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Und das ist doch hier die Schildkröte. Ist das den Koch oder was? Oder Kochmütze? Ah, jetzt kannst du aber nicht mehr darauf ruhig umschalten. Falsche Schildkröte auf See geblieben. Ah, so. Lass mal lesen können. Aber sonst nicht die Ärgerperspektive wie aus der normalen Welt jetzt nicht mehr. Das ist schade. Das ist hier direkt gekoppelt mit der Pfeffermühle. Ah, kommt ein Zerfall. Gleitender Zerfall. Okay, Alice, du weinst. Gleitender Zerfall. Eis, sind die Viecher süß. Möchte gerne auch schwarze Tränen haben. Warum kann ich das als Mensch nicht? Ah, ist ja so geil. Ich habe gerade noch einen gehört. Seltsam.
Lässt mir auch jemand da hochkommen kann? Spiel. Ohne jetzt alles auseinanderzunehmen. Nein! 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 Warte, warte. Griechen-Neustadt? Am letzten Kontrapunkt. Ich will das. Oh nein. Oh. Du Penis. Oh, du bist so ein. Oh, du bist ein Penis. Oh, ist das fies. Du Penis, ey. Du Pimmel. Zerfall doch selbst. Mann, jetzt bin ich enttäuscht. Einfach weil ich gucken wollte, ob es einen anderen Weg gibt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man da irgendwie hin konnte. Ja. Danke, Spiel. Jetzt sehe ich schon wieder instant etwas, was mich total nervt. Genau sowas. Vielleicht möchten sich Spieler umsehen und herauszufinden, wie sie darüber kommen. Per Eisenbahn quer durchs Wunderland klingt reizvoll, aber auch ineffizient. Eher nach Schneckenexpress als nach Dampfross. Wäre besser, diesen Zug zu vergessen. Ein Schildkrötensuppe-Rich als Lokführer? Oh nein, das passt nicht. Ey, mach meine Wunderwelt nicht kaputt. Ja, aber jetzt komme ich ja nicht mehr rüber, weil Weg blockiert. Wahrscheinlich auch schon entladen. Ach. Ach. EA, Spicy Horse. Das wird so. Ah, ja. Da sehe ich gerade die. Habe ich gerade die Technik gesehen. Wenn der Spieler nicht in der Nähe ist, werden Objekte entladen. Ich würde sagen, das ist noch ein Überbleibsel aus der Xbox und PlayStation 3 Zeit. Falls es mal jemals für die PlayStation 3 rauskam. Hm. Aber wenn mit einigen Einschränkungen. Aber ich konnte gerade sehen, wie der Hintergrund da aufploppt und wieder wegging. Ah, das ist so schade. Ja, da kommst du auch nicht so rüber, weil Wand. Ah, das ist so schade. Da schon wieder dieses gruselige, hässliche Mädchen. Oder Kind, oder was auch immer du sein willst eigentlich. Ich bin mir nicht mehr sicher, was es sein will. Kann man da tatsächlich in den Einstellungen, in den Videoeinstellungen 3D, ist ein stereokoptisch 3D für den Sound? Kann das sein? Ich hab das Gefühl, das ist so. Oder dann? Es ist nicht Zahn. Wies diese Zahlen als Single dein Leben davon ab. Das tut es nämlich. Sammel die weißen Beißer, um deine Begegnung mit weißen, mit dem weißen Bärtigen hinauszuschieben. Ach, ja, ja, mein Gott, ach so. Meine Freunde können die Hauerchen gut gebrauchen und du erweiterst deine Waffenmöglichkeiten. Ja, ich wusste doch, man konnte hier was machen. Wusstest doch. Oh, das ist günstiger gerade. Gib mir 150 Zähne. Und für das Wobaldklinge-Update möchte ich mehr mit mir haben. Wobaldklinge 2. Auch wenn man sich fragt, wer spricht da? Wahrscheinlich nur das Bild dieses Totenkopfes. Sag mal. Der Mutmacher verabscheut mechanische Fehlfunktionen. Dieses Desaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. Oder beides.
Was mich noch gerade irritiert, ist die Zeit, wie lange ich schon aufnehme. Moment, hallo? 14 Minuten würde mich verarschen. Das fühlt sich an, als ob ich hier schon eine halbe Stunde spiele. Im Ernst? Wow. Unsichtbare Wand, du kommst da nicht hoch, weil ist so. Sowas liebe ich immer. Nicht. Ich wäre so gerne mit dem Zug gefahren. Ehrlich, ich hätte jetzt zu gerne in diesem Spiel den Zug fahren sehen. Das wäre bestimmt schön und niedlich und toll und hübsch geworden. Das hätte bestimmt sehr viel Spaß gemacht. Aber nein, die Welt muss auseinanderfallen. Leider. Das ist schon fast bedauerlich, dass das Wunderland auseinanderbröckelt und zerstört wird. Irgendwie ist das schon richtig bedauerlich. Ja, schon wieder dieses hässliche Kind. Was einfach despawnt. Plupp, weg. Ja, jetzt wohl nicht gedacht, dass ich in den Tunnel reingucke, ne? Aber okay, die spawnen einfach. So, plupp, weg. Why not? Why not? Ah. Wieso läufst du? Hängt die ja an den Schienen fest. Ich bin untröstlich geschockt. Oh, Wunderland AD. Das stimmt mich jetzt schon fast ein bisschen traurig, dass es so zerfällt. Ruckel, 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 ruckel. Im Ernst, hör auf zu zerfallen. Neue Gegner. Tassen. Geschirrler. Oder Geschirrer. Oder Geschirrmenschen. Bin mir sicher, das Wopal-Update hat geholfen. Allein schon, weil sie so einsticht. Auf alles und jeden. Alles kann feindlichen Attacken ausweichen, ja, das wissen wir. Oh, mache kein Tutorial in ein Tutorial oder sonst was. Ich erstmal lernen, wie er angreift. Ja, sonst hätte ich es auch von selbst herausgefunden und holy. Die sehen aus wie der Hutmacher, nur in klein. Ich glaube, der Hutmacher stammt von diesen Viechern ab. Schwebendes Porzellan. Why not? Ah, okay. Meine Position wird dann auch beibehalten, auch wenn ich mich teilweise auflöse. Ja, liegendes Geschirr. Jetzt ist es weg. Ah, Moment, die Blumen. Da war doch was. Da hoch zum Hutmacher. Ja. Bin ich schon gespannt, wie es beim Hutmacher wird. Aber ist das wirklich ein... Oh ja, das ist auch mal ein kleines Easter Egg. Ne, aus dem ersten Teil, ihr erinnert euch bestimmt, wenn ihr den ersten Teil mit mir zusammen gemacht habt und erlebt habt. Das ist einer hier, dieser Killer-Roboter. Und ein paar Helme dazu und Arm. Und die wurden anscheinend wirklich von diesen kleinen Wesen gesteuert. Oder kleinen Kindern, man weiß es nicht. Auf jeden Fall wurden sie gesteuert.
Nein, stimmt. Ja, das waren doch hier die irren kleinen Kinder. Die wurden in diese Roboter, beziehungsweise reingestopft, beziehungsweise die Roboter um sie herum gebaut. Jetzt erinnere ich mich wieder. Hier, hier, Alice, American McGee. Alice, ja. Der erste Teil auf jeden Fall. Ich erinnere mich wieder. Da war, das wollte ich schon fast verdrängen, mit dem Hasen und der Maus. Die da so übelst geil gefoltert wurden. Und halb Roboter waren. Da konnte man auch sehen, wie diese Irren ja, da reingeschickt wurden. Ja, kein Wunder, dass sie erst angreifen, wenn sie irre sind. Ja, diese irren kleinen Kinder. Was ich im Übrigen herrlich fand, deren Wahnsinn. Fehlt und kein Schimmer wohin, versuche es mit Schrumpfen. Ja, sowas ist klar. Du kleiner Scheiße, stirb. Szene für Upgrades, Szene für Upgrades, Baby, Baby, yeah. Goldene Flasche und ich habe immer noch keine Ahnung, warum sie existieren. Oder was sie mir bringen. Ja, ernsthaft, ich habe keine Ahnung, was diese Flaschen sollen. Ich weiß es nicht. Wir kennen den Sinn dahinter auch nicht. Ich höre doch jemanden neugierig knuspern. Genau so könnte es passiert sein, Alice. Kannst du dich noch an den armen Mr. Cook erinnern? Ist gestorben, nicht wahr? Dr. Wilson schließt Selbstentzündung aus. Aber ich vertraue Mr. Dickens. Oh, diese Oma ist so grauenvoll. Ah, ich war zu weit weg. Im Ernst, ja, vertraue deinen hässlichen Mr. Dickens, aber lass doch mal Alice in Ruhe. Ah! Wir wissen aus dem ersten Teil, dass es nicht ihre Schuld war. Alice hatte so gar keine Schuld daran, dass ihre Familie verbrannt ist am lebendigen Leib im Schlaf. Mann, das ist echt eine brutale Art zu sterben. Ich meine, da war diese behinderte schwarze Katze, die man sogar am Ende gesehen hat bei Alice, dass sie dann schon wieder bei Alice steht. Diese schwarze behinderte Katze, die die Lampe umgestoßen hat und somit alle getötet hat. Also nur weil Alice geschlafen hat und sie hat wahrscheinlich auch vergessen, den Kamin auszumachen, aber hey. Es ist... okay, es ist doch indirekt ihre Schuld. Ich meine, das Feuer war an, sie hat geschlafen. Ist eingepinnt beim Lesen. Okay, Alice, du hast deine Familie umgebracht. Du hast sie definitiv umgebracht. Auch wenn es ein Unfall war. Aber durch deine Nachlässigkeit hast du sie umgebracht. Und Alter, das ist wohl die Hutmacher-Domäne. Sie hat sich stark verändert. Sie schwebt jetzt in der Luft vor allem. Und aus hier unten ragen Zahnräder und Ketten und irgendwelche Dinger, die hängen. Pendel. Ja, stimmt, Pendel. Die hat sich aber stark verändert. Nun gut, nichtsdestotrotz, liebe Leute, sehen wir uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Habt euch lieb. Wir machen das nächste Mal weiter. Lasst mir was Schönes da. Und wie, lasst mir nichts Schönes da. Da gibt's nichts auf dem Purpose. Also haut rein, liebe Leute. Und tschüss.